Servus, Salve und Hallo. Die Wiesn ist vorbei, München trägt schwarz. Ja. War ein tolles Fest, 7,2 Millionen Leute, war richtig gut. Tolles Wetter, ich glaube, es hat mal einen Tag geregnet. Wie auch immer, es ist vorbei, wir warten aufs nächste Jahr und vor euch liegt der DAX. Ein ganz wilder Chart. Ich werde es aufklären, da sind viele Linien drin und so, das ist aber wichtig, weil heute hat sich was Hochinteressantes ergeben. Also, zum einen diese graue Linie hier, also alle grauen horizontalen Linien sind die Fibos, die wir haben von der, ich nenne das mal Einjahreshosse, der Mutter der Hossen, von 11.811 hoch bis zum Hoch bei 16.543. Das sind die grauen Linien. Dann habe ich die blauen Linien, die sind mehr oder weniger vom Jahresanfang. Also da streite ich mich jetzt nicht um ein paar Tage. Das sind die blauen Linien. So, und jetzt mache ich das Ding mal hier schön groß, dass ihr das erkennen könnt. Ihr erinnert euch an das, ich habe es immer wieder angesprochen, ich glaube, dass wir diese Linie sehen werden hier. Diese Linie, die hier runterläuft. Heute waren wir dran und drunter und sind wieder rein. Gefällt mir gut. Ja, also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Sparpläne, ich hatte noch auf dem Juni, Juli, August, September und Oktober. Im Schnitt mit so 16.050. Ich habe heute die Hälfte zugemacht. Das ist ein, ja, ich sollte nicht sagen Gewinn, sondern ich habe sie billiger gekauft um fast 1.100 Punkte. Bei 14.980 habe ich die zugemacht. Ich wollte sie auf diesem Level hier zumachen, nur das hat heute Morgen so einen Druck gegeben, zwischen 8 und 9.30 Uhr. Ich habe das Tief natürlich auch nicht erwischt, das erwischt man seltenst. Aber ich habe jetzt die Hälfte zugemacht. Das ist für mich mehr so eine Art innerer Reichsparteitag. Das ist der Händler in mir, sage ich, cool, fast 1.100 Punkte, das ist in Ordnung. Ich habe allerdings noch die andere Hälfte übrig. Und jetzt komme ich drauf, wie hier der Chart aussieht. Wir haben hier ganz verschiedene Sachen. Wir haben hier ein ABC, wir haben hier die Bänder, das Übliche alles. Und deswegen will ich das jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Ich habe hier zwei graue Kästchen reingemalt. Die finde ich wahnsinnig wichtig. Zum einen ergibt sich das untere Kästchen, jetzt muss ich schauen, dass ich keinen Mist erzähle, der Support, die Unterstützung hier in diesem Bereich ergibt sich aus dem 61er Retracement von dieser Bewegung hier vom Anfang des Jahres. Ist der obere Punkt und unten drunter ist es das 38er Retracement von der langen Bewegung, von der, wie ich es nenne, Mutter der Hosse, von 11.811 hoch bis zu 16.543, die treffen sich hier. Das ist ein wichtiger Punkt und es ist auch gleichzeitig ein ganz guter Chart-Support. Wir liegen also hier, na komm her, wo ist jetzt mein Fadenkreuz wieder hin? Da ist es. Wir liegen hier also als Unterstützung bei 14.743 bis 14.820. Das ist eine Make-or-Break-Line, eine Mob-Linie. Den Widerstand, den hatte ich das letzte Mal schon aufgedröselt, der kommt von dieser Chart, ehemaligen Chart-Unterstützung hier. Das ist, jetzt gehe ich da genau drauf, bei 15.000, ups, wo ist es denn jetzt hier? Das ist schwierig, es sind sehr viele Zahlen. 15.580 ist der obere Bereich, verbindet sich mit der 20-Tage-Linie, verbindet sich mit der 200-Tage-Linie und der untere Bereich ist das 38er-Retracement von der Bewegung von Anfang des Jahres, die blaue Linie hier. Nur, dass ihr wisst, wo das herkommt. Jetzt nehme ich sowohl die blaue als auch die graue raus, damit es alles ein bisschen deutlicher wird. Einmal, zweimal. So, jetzt haben wir das ein bisschen schöner alles. Ich fange hier unten mit der Technik an. Wir haben hier noch keine echte Unterstützung über den Trendfolger, über das MACD. Weder über die traditionelle noch über die moderne Sichtweise. Wir gelten nach wie vor als doch heftigst überverkauft über die Stochastik. Ja, bei 12,41. So. Die beiden Mob-Linien habe ich drin gemacht. Hier steht ABC. Schüler von mir wissen das, was das heißt. Ich habe, gestern war ja
Tag der Deutschen Einheit. Und ich habe gestern einen Film reingestellt. Ich mache nur noch ein Seminar. Das ist im Oktober. Diesen Film hat nicht jeder gesehen. Manchmal bekommt er die gezeigt oder nicht, je nachdem. Und der ist, da müsst ihr mal auf YouTube gehen, Christian Schlegel, das ist der Film von gestern. Da erkläre ich, was sich bei mir verändert, was bleibt und was neu hinzukommt. Ja, das dauert nur 8 Minuten, aber da bespreche ich auch das letzte Seminar, was ich halten werde. Und dann lernt man solche Sachen hier. Wir haben hier einen ganz klaren Downtrend. A, B, C. Das hier, jetzt mache ich das Fadenkreuz wieder raus. Das hier ist kein neues C. Das hier ist kein B, weil wir zwischen diesen beiden, nennen wir es mal Extrempunkte, sind. Erst hier gehen wir drunter. Hier haben wir ein neues B. Und ich nehme, bin da ganz frech, ich nehme diese Bewegung hier als offensichtlich an. Deswegen konnte ich das C von hier runter machen. Ob das jetzt hier schon ein B ist, also ein neues Tief, eine Fortsetzung des Trends nach dem Dawson Trendverfahren, das weiß ich noch nicht, das kann ich nicht sagen. Aber eins kann ich sagen, ich mache es mal noch mal größer. Diese Make-or-Break-Linie, dieser Bereich, ich kann das nicht auf den Punkt festsetzen. Dieser Bereich hier, insbesondere wenn wir dieses Hoch hier überbieten, das war vom 29.09. bei 15.516. Dann würde dieser offensichtliche Downtrend überboten werden. Bedingung ist, es muss ein Schlusskurs sein über 15.516. Erst dann gehe ich davon aus, dass dieser Downtrend ad acta gelegt wurde. Das ist bisher nicht der Fall. Ich soll sagen, das ist eine ganz wichtige Marke, zementiert, genauso wie das eine sehr, sehr wichtige Marke nach unten ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Trend jetzt hier so ohne weiteres hier nach unten fortsetzen. Denn diese Linie hier, und ich bin echt stolz auf die, ja, einmal, zweimal, und die konnte man schon ziehen hier am 7.7. haben wir heute unterboten. Heute lag sie bei 15.057, haben wir heute unterboten und zurückerobert. Deswegen habe ich hier so ein Fragezeichen gemacht auch. A, hält die Linie, davon gehe ich aus. Und B, wird das eventuell ein neues B oder nicht? Es wird erst dann ein B, ein neues Verlaufstief, wenn wir hier drüber gehen, über diesen Punkt. Deswegen ist er so wichtig für mich. Das heißt, ich habe hier zwei ganz exponierte Bereiche, einmal, zweimal, und da muss man erstmal gucken, was passiert. Nochmal kurz zum Oberen, weil ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir nur einen Tag Ruhe haben, innerhalb dieser Kerze sind oder um die, wir handeln momentan bei 15.096, um die 15.096 oszillieren, so ein bisschen darum, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, aber kein neues Tief machen, wird sich der Oszillator hier stabilisieren und ein Kaufsignal geben. Das heißt, ich rechne eigentlich bezogen auf die nächsten 4-5 Handelstage damit, dass wir eher innerhalb dieses Bereiches sind, zwischen diesen beiden Mob-Linien oder Mob-Bereichen, aber eher nach oben tendieren. Ich habe heute auch 3 Positionen aufgebaut, das aber wirklich nur mit Schnüffelstücken, so wie ich das immer wieder sage. Das eine ist Accor Hotel, ja, das mag ich sehr gerne. Die Lufthansa, finde ich, haben auch jetzt genug gelitten. Und die SMA Solar, die haben sich halbiert seit Juli, Anfang Juli halbiert. Von 120 oder 122, wo da das hoch war, auf heute 54, noch was. Ich glaube sogar, die waren unter 54. Da habe ich jetzt mal Schnüffelstücke reingekauft. Nochmal, das sind die wichtigen Bereiche hier. Und wir werden bei einem unveränderten Kurs in den nächsten 1-2 Tagen hier eine Stabilisierung reinkriegen. Hier über das MACD besteht noch kein Kaufsignal. Nochmal, schaut euch den Film an auf YouTube, den von gestern. Ja, die Überschrift war das letzte Seminar. Vielleicht hat der eine oder andere noch Lust, weil ich höre dann mit diesen Seminaren unter dem Namen Christian Schlegel auf. Jetzt muss ich schauen, wo sind denn die Scheine? Die habe ich nur unwesentlich verändert. Ich bin momentan der Meinung, dass wir das hier unten vielleicht mal touchieren, aber ich glaube nicht, dass wir auch nur ansatzweise unter die 14.750 gehen.
Die Amis, die momentan ein bisschen hohl drehen, ja, mal plus 1%, mal minus 1% sind im Moment, was den Nasdaq angeht, plus 1% und der Dow ist plus 0,04. Deswegen habe ich einen Schein genommen, der zwar einen hohen Hebel hat, aber doch relativ weit weg ist. Ja, das sind ja auch fast 600 Punkte. Und das ist dieser hier, die GZ96U2. Der liegt also noch hier unterhalb von dieser Make-or-Break-Bereichslinie hier. Als Put, der für mich im Moment noch nicht in Frage kommt, den ich mir aber hier anschaue, ist es eine 15.949er Basis. Da muss aber der Kurs irgendwo hier reingehen und wir liegen an diesem vorletzten Zwischenhoch, wenn ich das als letztes nehme, und das ist die GQ 5127. Also ich finde es hochspannend und auch während des Tages, also für Daytrader ist das ein Traum hier, das ist ein Eldorado, ist wirklich schön. Ich bin kurzfristig erstmal sehr zufrieden, dass diese Linie, die wir seit längerem haben, ich glaube, wann ist denn die? Die ist seit Anfang Juni, dass wir die jetzt mal touchiert haben, die haben wir abgearbeitet. Ich lasse die aber drin, weil ich glaube, dass wir um diese Linie noch ein bisschen weiter herum oszillieren werden in den nächsten Wochen. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass wir die von mir prognostizierte 13.800 sehen. Nein, das glaube ich nicht. Ich vermute eher hier nochmal ein Hochgleiten, dann nochmal ein Fallen, ein neues Tief machen. Aber ich muss davon ausgehen, dass wir höchstens bis 14.100 fallen, vielleicht 14.200, irgendwo darum. Die 13.800 beginne ich bei mir zu streichen. Nochmal von den nicht eingezahlten Tranchen bei den Sparplänen habe ich die Hälfte zugemacht. Damit bin ich echt froh und zufrieden. Andere Marktteilnehmer würden jetzt wahrscheinlich das als Thumbnail nehmen und sagen, ich habe 1100 Punkte im DAX gemacht. Ja, aber das ist nicht meine Art. Vielleicht habe ich deswegen auch nur 6500 Folger. Ja, aber das ist einfach nicht meine Art, laut zu sein. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Ich wünsche euch ein super Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.